Euzidis, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, Kalimera, ero mono liko Elenikia. Ich muss an meinem Griechisch noch ein bisschen üben. Wir sind heute hier versammelt, um der Opfer eines Völkermordes zu gedenken. 1,8 Millionen Menschen griechischer Sprache und Kultur lebten am Anfang des 20. Jahrhunderts im Osmanischen Reich. Fast jeder fünfte Einwohner des Landes war damals also Grieche oder Griechin. Im osmanischen Parlament von 1908 gab es 26 griechische Abgeordnete. Dann kam das dunkelste Kapitel, das Anatolien in seiner Geschichte erlebt hat. Die Regierung der Jungtürken und mit ihr der türkische Nationalismus, die Beteiligung am Ersten Weltkrieg, der Völkermord 1915 und in Folge dann die Vertreibung der christlichen Minderheiten und als Ergebnis die Gründung der Republik, schließlich der sogenannte Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei, was sich harmlos anhört, aber in Wirklichkeit unendliches Leid und den Verlust der Heimat für Muslime wie für Christen in Griechenland und der Türkei bedeutet hat. Wir haben auch dank der erfolgreichen Resolution im Deutschen Bundestag 2016 mittlerweile viel über das Leid von Armeniern, Chaldäern und Assyrern gehört und gelernt. Mittlerweile wissen auch viele über das Schicksal der Jesiden und der Aleviten. Selbst die Ereignisse vom 6. 7. September 1955, von 1964 und 1974 sind bekannt. Aber wenig bekannt ist dagegen das Schicksal der Ponti, der Pontusgriechen, genauso wenig ihre Kultur und ihre Tradition. Nicht von ungefähr haben wir uns heute hier versammelt auf dem Stauffenbergplatz in der Nähe des Mahnmals der Opfer des Nationalsozialismus. Die klaffende Wunde, die der Nationalsozialismus in unserer Gesellschaft geschlagen hat, die tut heute noch weh. Der Umgang Deutschlands, unseres Landes, unserer gemeinsamen Heimat, er lädt uns aber auch eines sehr eindrücklich. Kein Land wird schwächer. Kein Land verliert an Ansehen. Kein Land wird geringer und kleiner, wenn es sich auch zu den dunkelsten Kapiteln seiner Vergangenheit bekennt. Nur wer sich zum Leid bekennt, nur wer sich zu den Opfern bekennt, wer ihnen die Hand reicht, wer sich entschuldigt und wer auf Versöhnung setzt, wird eine Zukunft haben. Liebe Freundinnen und Freunde, ich wünsche mir, dass künftig vom Balkan über Anatolien bis zum Kaukasus überall an das Schicksal der vertriebenen und ermordeten Menschen erinnert wird. Egal welcher Religion, welcher Konfession, welcher Sprache sie angehört haben. Sie alle sind unsere Brüder und Schwestern. Mein Vater war Tscherkesse und seine Vorfahren haben den Schmerz der Vertreibung aus dem Kaukasus nie vergessen. Meine Mutter hatte eine griechische Großmutter. Sie erzählte mir vom 6. 7. September 1955 und dem Leid des Pogroms. Und auch sie haben das nie vergessen. Man kann sowas nicht vergessen. Ich wünsche mir, und ich bin mir sicher, wir werden das alle zusammen erleben, dass eines Tages in den Schulbüchern der Türkei nicht nur erinnert wird an die schönen Dinge der Tradition des Landes, sondern auch an das Schicksal der Pontusgriechen, auch an den Völkermord an Armenien, auch an das, was den Armeniern in Dersim angetan wurde. Alles das muss Teil der Schulbücher der Türkei sein, wenn die Türkei, hoffentlich eine demokratische Türkei, eines Tages dann ihren Platz in Europa findet. Wir wünschen uns eine europäische Türkei. Aber ich will auch sagen, es reicht nicht, dass alle um die eigene Kultur, um die eigenen Toten trauern. Wir leben in einer Zeit, wo der Völkermord nicht der Vergangenheit angehört. Die Ereignisse von Ruanda, der Völkermord in Bosnien, aber auch das Schicksal der Jesiden in Syrien, im Irak zeigen uns, dass auch unsere Generation eines Tages wird Rechenschaft ablegen müssen bei künftigen Generationen, was wir getan haben. Damit endlich eines Tages Menschen hier stehen und sagen, nie wieder gibt es Völkermord.
Nie wieder bringen Menschen andere Menschen um, weil sie einer anderen Kultur angehören. Die Geschichte des 20. Jahrhunderts wurde mit viel Blut geschrieben. Wir alle müssen dafür sorgen, dass das 21. Jahrhundert eines wird, in dem Völkermorde undenkbar werden. Machen wir uns nichts vor, das Gift des Nationalismus und des Rassismus ist ein Gift, das auch hier auf dem Boden, auf dem wir stehen, leider gedeiht. Ich denke an die AfD und es zeigt eines, wenn es da oben einen Schöpfer gibt, dann hat er den Irrsinn, den Fanatismus unter allen Religionen, unter allen Kulturen halbmäßig, gleichmäßig verteilt. Deshalb müssen wir alles dafür sorgen, dass auch Rassismus nirgendwo eine Chance hat, auch nicht bei uns in Deutschland. Und es erfüllt mich mit großer Sorge, wenn ich höre, dass das Gedenken an einen Völkermord auch hier und heute immer noch überschattet wird. Ich denke an die jüngsten Ereignisse in Bad Cannstatt und in Frankfurt. Es ist schlimm genug, dass der Wahlverlierer von Istanbul die Türkei versucht, in eine Art offenes Gefängnis zu verwandeln und alle Andersdenkenden mundtot zu machen. Aber eines muss klar sein. Der lange Arm von Erdogan hat in Deutschland nirgendwo etwas verloren. Jeder, der in Deutschland seine Meinung äußert, auch die Freunde von der türkischen Opposition, müssen in Deutschland sicher sein und sich auf den deutschen Rechtsstaat verlassen können. Ich freue mich sehr, dass Pontusgriechinnen und Pontusgriechen auch bei uns hier in Stuttgart eine Heimat gefunden haben. Nicht weit von hier in Bietigheim-Bissingen wird es am 1. Juni ein Festival pontischer Tänze geben. Und das Festival wird natürlich auch gedenken an die Opfer. Für mich ist es eine Botschaft der Hoffnung und eine Verbeugung vor den Opfern, wenn die reiche Kultur und die Tradition der Pontusgriechen nicht ausstirbt, sondern von euch weitergetragen wird in die Zukunft. Albert Schweitzer hat mal gesagt, das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, das steht in den Herzen der Mitmenschen. Danke an Sie alle, dass ihr heute gekommen seid. Lasst uns die Geschichte der Pontusgriechen weiter in die Öffentlichkeit tragen. Lasst uns darüber mit unseren Familien, mit unseren Freunden, mit unseren Nachbarn reden. Und lasst uns zeigen, dass das 20. Jahrhundert sich im 21. nicht wiederholen wird. Nationalismus darf weder in Deutschland noch in Europa wieder die Oberhand gewinnen. Dafür einzutreten, das ist die beste Würdigung, die wir den Opfern des Völkermordes und jedes Völkermordes zeigen können. Ein Weg dazu ist am 26. Mai mit der Teilnahme an der Europawahl und mit der Wahl von demokratischen Kräften. Evaristo Panapoli.